Wir werden also jetzt einen kleinen Ausflug machen und dazu möchte ich doch bitten, Gudrun Leben als Choreografin. Kommen Sie ein bisschen näher zu uns. Schönen Dank. Sie haben einen sehr guten Ruf als Choreografin und sie ist hier in der Deutschen Oper in Berlin und hat ein sehr schönes Ballett einstudiert. Wie viele Personen sind das? Na, wir sind heute Abend 25 Personen, ansonsten sind wir 60. Mhm. Aber das war leider nicht anders möglich. Das spielt ja nicht, auch gar nicht die große Rolle. Was war das denn für ein Satz? Das kommt von dem Sekt. Wollen Sie bitte mal trinken, dann können Sie auch nicht mehr richtig artikulieren. Aber hier geht es einfach darum, dass dieser Punkt etwas ganz Besonderes in unserem Programm, in unserer Programmfolge darstellt. Wir haben noch nie das große klassische Ballett bemüht. Liebe Ballettfreunde, auch wenn Sie es werden wollen, Sie müssen sich, glaube ich, jetzt wieder um das Ballett kümmern. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich will noch drei Worte sagen. Bitte richten Sie es so ein, dass Sie... Gehen Sie einen kleinen Schritt näher an Ihr Fernsehgerät und bedenken Sie, dass Sie jetzt den schönsten Platz im Theater haben. 64 Marktplatz, erste Reihe. Und von dort können Sie wunderbar beobachten, wenn wir jetzt den Melodien folgen. Blumenwalzer, das Ballett der Deutschen Oper Berlin von Peter Iljitsch Tschaikowski.
tausend Dank. Wir sind in Ihrer Schuld. Tausend Dank.